Ja, lade noch länger. Ja, mach dir doch. Mach doch, was du willst. Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten. Die drei Ober-Noob-Weihnachtsmänner sind wieder am Start. Und Fall Guys mit der neuen Season. Das sind Jack, Phil und ich. Moin, moin. Servus. Hoin, hoin. Hoin, hoin. So, worum geht's jetzt hier eigentlich? Das ist einfach nur... Warum ist die Kamera so schräg? Oh Gott! Das ist ja wippenmäßig. Nee, also bei mir nicht. Also bei mir hat's auch gestockt am Anfang. Nee, bei mir nicht. Bei mir gerade auch überhaupt nicht. Das Einzige, was mich halt stört, ist das denn da für eine Kamera steht da... Oh Gott. Nee, ich war noch nicht mehr beim ersten Checkpoint. Nee, bin ich auch noch nicht. Ich weiß aber auch gerade nicht, wo ich hin soll. Nicht abrutschen. Ich schaffe es noch. Ich abrutschen. Warum sollte ich... Holy moly! Okay, Checkpoint. Yes, bereit. Checkpoint. Warum sollte ich denn da hingehen? Okay. Sorry, bist du der Weihnachtsmann vor mir? Oh, easy. Ich bin ein Weihnachtsmann. Alter. Ja, schon, aber ob du der Weihnachtsmann bist oder bist du nur ein Fake-Weihnachtsmann, so ein Einkaufsladen-Weihnachtsmann? Also keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall... Also ihr seid beide vor mir. Okay. Das ist gut. Warum ist das gut? Nächster Checkpoint. Ich wurde gerade von dem blauen Ding getroffen. Könnt ihr mal bitte auf die andere Seite gehen, ihr Spacken? Kann das Ding dann mal runterkommen wieder? Danke. Das ist immerhin nicht ganz so beknackt wie die Wippen. Naja, geht so. Oh nee. Ist aber trotzdem voll übel, ey. Es ist schon ähnlich beknackt wie die Wippen. Da hinten sind schon welche im Ziel, als ob. Jo, ich bin jetzt dann auch im Ziel. Bitches. Ja, ich bin qualifiziert. Wie hast du dich denn da durch? Ich komme halt nicht weiter hier, weil die das Ding nicht bewegen, sodass ich mal hier rüberspringen könnte. Wie viel sich da durchgelackt haben muss, ey. Wir sehen hier gerade Lauris Sicht. Spannend. Okay, die haben. Oh nee, mach auf die Bude! Nein, Alter! Die einzige Chance, hier hochzukommen. Ich festhalten wollte, der Trottel, ey. Oh, Lauri. Komm schon, sei einer von 40. Geh doch einfach hoch. Spieler melden. Lass sie doch ihren Scheiß machen. Oh, wow. Ja, ich musste die ganze Zeit warten, Mann. Sehr gut. Check, bist du auch schon im Ziel, ja? Sehr gut. Das kannst du noch machen. Bist schon fast da. Ja, verdammt gut danach aus. Jetzt nur nicht reinscheißen. Easy! Jawohl. Gar kein Problem. Das. Okay, doch einfach rein, bevor jetzt noch irgendeine Zeit ab... Und da läuft eine Zeit ab. Ja, ich weiß. Macht ihr hier den Migo? Der scammt auch immer am Ausgang. Richtige Noobs hier unterwegs. Mhm. Erbärmlich. Wer fliegt schon in der ersten Runde raus? Nur schlechte, skilllose Kackspieler fliegen hier raus. Ja, aber die Weihnachtsbangage, die ist noch da, ey. Aber wir haben auch noch einen Falschweihnachtsmann da unter uns. Ja. Among Us. Das war ein Imposter. Was war das denn gerade für ein... Habt ihr auch so ein Schwarz-Weiß-Template eingeblendet gehabt? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe aber nicht so genau drauf geachtet. Was ist das? Die Partymeile überwindet die Hindernisse und rennt zur Ziellinie. Also lesen kann ich noch. Ich gucke mir das Bild an und denke mir so, was ist das? Und die Partymeile. Geil. Nee, ist die Partymeile. Sag sowas nicht. Okay. Oh, wie das solche sieht komplex aus. Alter. Mhm. Kann man den Dingern sich festhalten und langschwingen? Ich hoffe. Ach, nee, ich hoffe nicht. Alter, was? Und nu? Was spricht dagegen, in die Röhre mit, zu was? Gehen? Alter, wie das bei mir weggeleckt ist und dann alle sind durch. Alter, das ist ja geil. Jo, ich flieg hier in der Gegend. Mitte. War das eigentlich gut, dass ich in der Mitte runter bin? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch. Steh doch auf! Steh doch auf! Easy, 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 easy.
gut. Ein Checkpoint erreicht. Hm? Ach, da hinten geht's runter, okay. Sieht man gar nicht. Und dann? Rückwärts. Und dann in die andere Richtung. Alter, ich sehe hier halt null durch. Auf da. Nein! Olga. Das Ding schiebt einen runter. Man kann sich da echt dran halten und weiterschwingen. Jo. Mach auf. Mach auf. So eine Schweine. Die haben mich runtergeworfen. Jawohl, ja. In die Röhre hinein. Jawohl. Das ist der Shortcut. Jawohl. Wo lang? Oh, hier lang. Oh. Yes, hier. Das war richtig gut von mir. Ich war, by the way, Esther, glaube ich. Yes! Oh Gott. Ich hab yes, das war richtig insane skillig von mir. Ja, oh. War nicht schlecht. Jetzt komm schon. Alter, nein. Jack, ja, daneben. So ungeskillt wie bei gut. Jack. Nein. Jack, du bist ausgeschieden. Hättest du die Röhre erwischt, dann... Dabei sah ich heute aus wie der perfekteste Spieler aller Zeiten. Ne? Ja. Da waren es nur noch zwei. Man kann nicht immer gewinnen. Ja. Zeigt sich auf jeden Fall auch in anderen Formaten, liebe Leute. Hattet ihr da jetzt echt nicht irgendwie so ein Schwarz-Weiß-Bild drin? Nee. Bei der Übersicht da? Das ist so bescheuert. Ja, doch, jetzt. Ich hatte auch eins mit roter Paint-Schrift stand da was drauf. Ja, irgendwas stand da drin. Ah, jetzt ja. Invisible Dingenskirchen. Light irgendein Licht. Error. Bleibe im schwenkenden Scheinwerferlicht, um Punkte zu erzielen. Okay. Also quasi das wie das Mario Party-Spiel mit der Pflanze. Wahrscheinlich. Ja, genau. Das klingt mir nach irgendeinem Scheißdreck. Ich hasse solche Spiele. Ich mag lieber diese Hindernis-Parcours. Die mag ich auch am liebsten. Sollten sie einführen, dass man da nur Hindernis-Parcours auswählen kann. Scheiße, dass ich direkt vor dem Ventilator starte. Points! Ich brauch Points! Ihr Arschlappen! Ihr Arschlappen! Der hält sich nicht fest hier dran? Was ist das denn für ein Noob, Alter? Nein! Das Ding ist am Arsch der Welt! Fuck! Lauri hat's gleich. Ach, ich hänge unter dem Ding fest, ja, weil ich doof bin. Ich denke gerade, was ist denn bei dir los? Klebst du unter der Wippe, ey? Nein, mach die Bude auf! Fuck, ich bin unter dem Ding. Schon raus. Neun sind schon raus. Eben. Mach doch einer die Bude auf, ey! Hab's Fisten. Geschafft. Ich auch, easy going. Ich dachte echt, das ich fliege raus. Ich hätte auch noch hinbekommen, so einen ollen Punkt hinterher laufen. Und das ist nicht so einfach, wenn die dir alle im Weg rumstehen wie so Affen. Ja. Jetzt tu mal nicht so, als wäre ein Skillgame. War ganz klar Skillgame. Ja, genau bei dem letzten Skillgame bist du hier rausgeflogen, Jack. Also. Das andere war ja auch ein Skillgame. Außerdem bin ich am Ende gescampt worden. Immer. Ja, ist wirklich so. Ich wurde von so einem blöden Paddel getroffen, was erst in der anderen Richtung stand. Und dann neben die Rolle runter, Röhre runtergedrückt. Toll. Flugzeit. Ansonsten wäre easy drin. Nochmal so was. Wenn du fällst, kehre durch die Röhren zur Punktezone zurück. Was ist die Punktezone? Einfach der auf den Trommeln oder was? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, du musst ja einfach... Nee, keine Ahnung. Doch, ich glaube, du musst da echt die ganze Zeit quasi rumbalancieren auf Trommeln und so eine Scheiße, um halt Punkte zu kriegen. Jupp. Ist ja schon mal richtig beschissen, wenn man los mit dem Affenzirkus, wo dahin das Hähnchen in der Gegend rumhängt, ey. Fuck! Schon instant runtergefallen. Schwach. Ein Glück, dass ich bei Lauri gucke.
Ey, was ist das? Warum bin ich jetzt automatisch runtergefallen? Ach, das hat doch schon wieder nichts mit Skill zu tun, Alter. Ach. For real. Ja, irgendwie hatte ich, glaube ich, der Venti getroffen oder so. Ach so, okay. Dann hat es vielleicht doch was mit Skill zu tun. Nein, nicht mich hier rumschieben. Fuck. Dann einfach auf den Handschuh stellen. Ich bin bei 33%. Scheiße, ja. Ich glaube, ich gehe doch wieder hier rüber. Das hat mir vorhin... Was machst du denn? Wow. Aurige Hüpfen. Los. Ja, oder mach das. Das ist natürlich auch gut. Das ist... echt. Das ist ja also das hier, ist das Beste. Das habe ich auch rausgekriegt. Ey, der Venti! Oh! 100. Qualifiziert. Ja, ich war vor dir qualifiziert. Ja, aber reicht. Man muss ja nicht der Erste sein. Man muss nur qualifiziert sein. Also das da ist ohne Witz die leichteste Methode, die Points zu kriegen. Dieses. Ja. Außer wenn der Venti sich halt dann zu dir dreht. Gut, das macht er früher oder später, glaube ich, so oder so, aber... Ja. So, Finale? Mit 13? Weiß ich nicht. Das wäre doch was, wenn wir es gleich mal wieder ins Finale schaffen. Und jetzt kommt das Finale, abschwanzen. Würde den Skill vom letzten Mal zumindest wieder... Dann gebe ich freiwillig auf. Röhrenträume. Finde einen Weg durch die Röhren, um die Ziellinie zu erreichen. Ist das eine Endspiel ist oder nicht? Nee. Ist normales Rennen. Eben, und das wirkt so, als wäre das ein Puzzle. Ja, es wirkt so, als wäre es ein Labyrinth. Ja. Wahrscheinlich spuckt die eine Röhre dich wieder bei einer anderen Röhre raus und so eine Kacke, ja. Mhm. Ach du Scheiße. Ja, wir haben es verstanden. Da fisten sie. Ich wurde von den Fäusten schon mal durch die Gegend geschlagen. Sehr gut. Oh, na klar. Aber bisher ganz gut, Lauri. Ey, ich krieg halt die, immer diese Scheiße in die Fresse, ey. Das gibt's ja gar nicht. Beweg dich, Weihnachtsmann. Oh, nee. Oh, wie Jesus, Alter. Nein. Ja, easy going. Jawohl. Dieses Arschloch, was mir da den Weg versperrt hat. Nein, steh da auf! Ja, steh auf! Volles Risiko. Jawohl, sehr schön. Oh, mit Wippen. Drinnen. Was? Du bist qualifiziert, ja. Und jetzt muss er es schaffen. Du kriegst, durch das Ding auch noch mal richtig Schwung. Oh oh. Loslassen! Loslassen! Zu spät. Nein! Das ja, Lauri. War schade. Aus Skill nicht gewonnen, ne? Das war beschiss. Mein fetter Weihnachtsmann ist aber 2 Sekunden auf die Fresse geflogen. Dann braucht der mal 10 Jahre, bis er aufsteht. Ja, kenn ich. Du hättest schon viel früher einfach nur loslassen müssen, fertig. Dann hättest du es gepackt. Ja, ich wollte aber dann schauen wir. Nee. Die Sprungprobe, dann hätte ich gewonnen. Ja, aber dann lass uns doch wenigstens Phil noch eben beim Vermittler verlieren zugucken. Ja, das wird wahrscheinlich genauso sein. Nein, wir feuern dich natürlich an. Phil, runter, Phil, runter. Nein. Du machst das jetzt. Ja. Du bist die Hoffnung. Ich werde du schon mal festgehalten vor den Huren. Instant einfach von Vorsicht. Einer Cornflakes-Packung dich nicht festhalten würde. Von einer Cornflakes-Packung? Von den Choco Crispies oder wie? Weißt du, geil.
Aber der ist da hinten jetzt alleine mit dem anderen. Und hoffentlich fällt die Platte da weg. Ah, jetzt sind die mit bei dir. Ich war hier zuerst, ihr Bitches. Wahrscheinlich bleibt eine von den beiden Platten übrig am Ende. Das könnte sein. Beide bleiben übrig. Wie der Hurensohn mich schon wieder festhalten wollte, Alter. Das tiltet mich. Ich glaube, es bleiben beide übrig. Von denen da drüben. Ja. Safety bleiben beide übrig. Du musst, glaube ich, gleich rüber. Ja, oder? Ich würde dir raten, rüber zu springen. Die bleiben Denkst beide du? Übrig da drüben. Ja. Ja, sage ich doch. Nein! Nicht geschafft. Ah, schade. Ah. Es tut mir sorry. Krokodok, ey. Der scammt wieder alle. Ja, der hat gewonnen. Der hat echt gewonnen, ey. Der hat gewonnen. Ja. Schaffen wir noch eine Runde in der Runde? Nö. Schon echt fortgeschritten, die Zeit. Ja, deswegen nie. Das schaffen wir nicht. Ja, schade. Also, Phil hat es bis ins Finale geschafft. Das war schon deutlich besser als beim letzten Mal. Aber wir bleiben nach wie vor ohne Sieg seit langer Zeit. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder mit ein. Schaut bei den anderen beiden mit rein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, und dann ist das jetzt unsere Weihnachtsfolge eigentlich? Weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall sehr weihnachtlich. Ja, das auf jeden Fall. zur Not frohe Weihnachten. Keine Ahnung. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Ciao.